Einen wunderschönen, ja, einen wunderschönen. ja, zu einem neuen Part Gold Rush natürlich. Ich bin hier immer noch am Baggern und ich unterbreche mal das. Quälen wir uns? Quälen wir uns, dass wir den Eimer voll kriegen? Fragezeichen. Ja, komm, die 10% machen wir jetzt noch. Ich bin zu faul. Bin ich ehrlich? Hier irgendwie den Arm so ein bisschen. Zu bewegen. Boah, jetzt habe ich komplett falsch rum gebaggert. Wieder ein bisschen vor. Zack. Komm, wenn, dann machen wir es richtig voll, genau. Ich bin ein Roboter. So, noch ein bisschen, komm. Genau. 99. Und voll, hoffentlich. Ja. So, Motor aus. Aussteigen. Ich denke mal, wir können hier die Geräte erstmal abschalten. Den mache ich auch aus. Der geht aus. 96, eine Nacht, 4%. Ich finde, das ist sparsam. Sehr sparsam. Okay, das freut mich. Dann müssen wir uns auf die nicht so ganz fixieren. Der Anhänger ist so gut wie leer. Dich machen wir aus. Ich war gerade am Überlegen, ob wir Kanister wieder mitnehmen in die Stadt. Aber das werde ich nicht. Ich habe da so ein bisschen Bammel immer noch vor dem Glitch. Und solange, wie wir hier immer noch... Ach, wir haben ja die Eimer hier noch und den Wagenheber. Komm, da räumen wir mal eben auf. Das lassen wir uns jetzt hier nicht nehmen. Du kommst mal hier ins Regal. Genau. Was ist denn hier oben noch? Verrostete Schläuche? Bin ich denn drauf? So... Ah ja gut, hier draußen liegt ja auch noch so ein roter Schlauch. Wenn ich den nicht bald irgendwo ins Trockene bringe, dann sieht er wahrscheinlich irgendwann genauso aus. Die Eimer. Ah, warte mal. Ich bin ja auch so ein bisschen Plüsch, ne? Die Eimer kommen doch nach oben. Da werden sie gebraucht. So, aber dich bringe ich. Ne, dich bringe ich mal in unser Lager. Nicht umsonst haben wir da hinten unser Lagerhaus. Verkaufen will ich es jetzt nicht. Ich denke mal, das werden wir früher oder später gebrauchen können. So. Liegt da hier zwar sehr allein, aber was soll's. Aller Anfang ist schwer. So, dann fahren wir mit dem Pickup. Eben die Eimer ausladen. Koppeln den Anhänger an. Und fahren ihn tanken. Zzt. Mal gucken. First try. Jawohl. Ich hab's drauf. Und nicht nur Zahnbelag. Oh. Ich hasse das, ne? Ich hasse das, wenn das passiert, weil ich bin auch so ein Typ. Ich mag das nicht liegen lassen.
Ich glaube, einige kümmert es einfach nicht. Aber ich bin garantiert nicht der ordentlichste Typ. Definitiv nicht. Aber es gibt so Dinge, die gehen einfach gar nicht, ne? Na, den stellen wir mal noch ein bisschen dichter hier. So, dann kann ich. Ne, den lasse ich mal so. Das lasse ich so. Ja, nichts außer Ruhe bringen oder außer Ordnung. Die Taschenlampe kann ich definitiv ausmachen. Und dann wollen wir mal los. In der Stadt. Alter Schwede, er tanzt aber auch umher. Ne? Na ja, gut, er ist leer. Und ich bin auch gerade nicht langsam unterwegs hier. Ist das da hinten Nebel? Okay. Weg ist es. Gerade angesprochen, verschwunden. Oh, der hat mich gesehen. Sollen wir gucken, wie lange uns das, beziehungsweise nicht wie lange, sondern wie viel uns das kostet. Das war ja nicht ganz. Oh, was ist denn mit mir los? Das war ja, glaube ich, nicht ganz so günstig. Geldtechnisch sind wir noch ganz gut drauf. 43.000. Er arbeitet heute aber ganz schön dolle hier, ne? Mit dem Nachladen und so. Das kenne ich so eigentlich gar nicht. Oh, den Pickup natürlich, wie immer, gleich mal mittanken. Was wir haben, haben wir. Und jetzt den Anhänger. Zweitausendzweihundert. Alter Schwede. Das ist nicht wenig. So, und wir haben ja auch gesagt, zwei Flutlichter reichen. Wir müssen nicht unbedingt ein drittes. Was wir uns mal angucken können, da wir jetzt schon mal hier sind. Hat er gerade schon wieder nachgeladen? Meine Güte, was ist denn hier heute los? Wir könnten uns mal dieses Umlackieren der Fahrzeuge, das könnten wir uns mal angucken. Und zwar bleibe ich hier vorne mal stehen. Ist ja momentan nichts los. Ich mache aber mal den Motor aus, wie sich das gehört. Ich glaube, das war hier ganz außen, ne? Dass man das lackieren kann. Paint Shop, genau. So, was können wir denn hier machen? Die Grundlack. Die Grundlackierung. Pickup. Aha. Wie soll denn der dann aussehen? So. Oh, und der hat dann Seitenwände dran. Das ist ja auch geil. Kostet 1000. Grundlackierung gibt's. Also, du kannst es auch wieder zurück zur Grundlackierung verzaubern. Das ist ja cool. Base. Was heißt denn Base? Ach so, okay. Wollen wir das mal so. Ich möchte es ganz gerne. Doch, lackieren möchte ich jetzt schon. Das sieht. Man kann ja. Das sieht auch geil aus. American Style. Schön Flecktarn. Ich hoffe, dass das nicht teurer wird, so, ne? Rivertown. Ach so, okay, es kommt drauf an. Alles klar. So, das können wir auch alles. Okay, hier geht das dann nur so.
User Base. Ja, der Bagger. Ach Gott, der Bagger ist ja dann auch süß. Aber, oh, was? 250.000? Alter Schwede, was soll das denn? Ich will doch keinen Bagger kaufen. Da ist das teurer. Das ist teurer als der Bagger selbst. Alter Schwede. Also den hier kaufen wir uns. Das ist geil. Bestätigen. Jawohl. So. Und ab dafür. Dankeschön. So, wurde es gleich gemacht. Lackiert wird er bloß... Wird bloß einseitig lackiert. Was ist... Ja gut, für 1000, glaube ich, darf ich nicht viel mehr... Das, was ist das denn? Das ist doch ein Witz. Das ist ein Witz. Und dann habe ich gedacht, sind die Seitenwände auch da? Manno, ich gucke da jetzt einfach nochmal rein. Hat sich hier in der Konstellation irgendwas geändert? Hier sind doch ganz eindeutig diese Seitenwände mit dran. Aber gut, die sind jetzt hier auch, ne? So, Base wäre das wieder. Ja, was soll's? Was soll's? Eigene Lackierung. Kostet null. Ja. Und wie soll das denn funktionieren? Wenn ich das jetzt lackiere, bestätigen, ja. So, jetzt sind hier Fragezeichen drauf? Nee, er ist weiß. Alter Schwede. Der ist komplett weiß. Es geht. Es muss doch. Benutzen ist klar. Das ist schlecht lackiert, ne? Aber hier ist der komplette weiß. So. Eigene. Aber die eigene. Kann ich hier nicht aussuchen. So, jetzt wieder so 1000. Und jetzt ist er mit Sicherheit wieder so schäbig lackiert. Ja. Vor allen Dingen nur einseitig, das verstehe ich überhaupt nicht. Naja, okay, wir haben es uns mal angeguckt. Wir fahren damit erstmal rum. Wenn es uns nicht gefällt, wenn es mir über ist, wenn es uns über ist, dann ändern wir das. Oh, alter Schwede. Also das war noch nicht so schlimm. Und das war noch nicht mal schnell. Dass der so umhertänzelt. Gibt zwar Schlimmeres, aber das muss ja nur wirklich nicht sein. So. Schön langsam. Bisschen vorsichtig hier. Abbremsen. Hier ist eine Geschichte. Wo wir die Pass auf. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Was soll's? Ich erzähle schon die ganze Zeit, wenn ich mal hier bin, dass wir uns an die Geschichte an sich mal zugute führen. Ich weiß jetzt allerdings... Ist die das? Das ging ja schnell. Du hast einen neuen Teil der Geschichte gefunden. Schau am Ende des Notizbuches nach. Notizbuch. Ans Ende. Schmied. Ureinwohner, Hotel, Schrottplatz. Hier ist noch nichts.
Nighthawk Porzelle. Das ist das Ende. Was ist das hier? Ich bin nicht mehr alleine, aber weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Jetzt hört ihr deine Stimme, diese Stimme, eine Kinderstimme. Ein paar Mal am Tag durchdringt ein schriller Schrei die Fabrik, gefolgt von einer plötzlichen Stille. Das Management beschloss, die Fabrik vorübergehend zu schließen und sie Etage für Etage zu durchsuchen. Wir werden so lange suchen, bis wir die Quelle der Schreie finden. Ach du Scheiße. Aha. Deswegen sieht das hier auch so leer aus. Ja, da bin ich aber gespannt. Da muss ja mit Sicherheit noch ein bisschen was passieren, ne? So, auf jeden Fall haben wir die Geschichte hier gefunden. Die stets und ständig, wenn sie aufblinkte, mich daran erinnert hat, dass ich die suchen wollte. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Was lange währt, wird ewig gut. Ich immer mit meinen Sprüchen, ne? So. Ah, komm rum. Komm. Dann, ja, wie stelle ich dich? Ich wollte den Bagger noch umsetzen, ne? So, dann bleiben wir so auf jeden Fall erstmal stehen. Licht hatten wir nicht an, also können wir so erstmal aussteigen. Okay. So, dann werden wir hier nochmal den Bagger jetzt umsetzen. Ich denke mir etwas dichter an die mobile Waschanlage. Nee, war falsch. So und jetzt so. Komm mal noch ein Stückchen ran hier. Auf jeden Fall müssen wir das so machen, dass wir mit der mobilen Waschanlage auch nochmal weg können. So. Wenn wir jetzt so stehen bleiben, dann kann ich den Arm definitiv ein bisschen... Höher geht's nicht. Wie höher geht's nicht? Was ist denn hier los? Der Arm geht nicht höher. Das ist aber eine knappe Kiste hier, ne? Das, das ist wirklich eine knappe Kiste. Ob das gut geht? Ich mach nochmal eine Probe so, ne? Ja, doch. Das geht. So, ist auf jeden Fall wieder sehr angenehm zu baggern. Muss ich halt nur ab und zu mal gucken. Ich wollte schon nicht so eine Löcher reißen und im Endeffekt, ja, kommt man da unten völligen Kraters. Wenn ich viele andere gesehen habe, die das schon schön eben haben. Aber wie gesagt, schauen wir mal. Auf jeden Fall kann man hier erstmal wieder gut baggern und das ist die Hauptsache. Gut. Ich denke... Ups, Motor aus. Ich denke, dass wir heute ein Stück weit geschafft haben. Ne? Und, ja. In dem nächsten Part geht's dann weiter, würde ich sagen. Judy, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.